Ich muss was tun, sonst verlieren wir ihn. Wartet, ich schieb ihn von der Straße. Das Beste ist eigentlich, dass wir jetzt richtig gut Kopfgeld kriegen pro alle 10 Sekunden. So kriegen wir jetzt, glaube ich, ja, wir kriegen 5000 Kopfgeld. Ich wollte schon 5k sagen. Ich spiele einfach nicht zu viel Nostell nebenbei. Da war eine Straßensperre, die will ich haben. Sichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Stand by. Boah, da ist noch eine Straßensperre. Bin auf Code 3. Zentrale? Könnt ihr uns hören? Hatten einen Zusammenstoß mit dem verdächtigen Fahrzeug. So, einfach umkippen. Danke. Er ist durch die Straßensperre gefahren. Hier ist 3 Delta 10. Sie haben den Einsatz verfolgt und auf dem wahrscheinlichen Flussweg eine Sperre errichtet. Ja, komm. Jetzt heißt es ranhalten. Und da kommt schon die nächsten. Jetzt kommen wir. Neue Einheiten. Sobald sich die Situation ändert, melden wir uns. Jetzt wird es wieder hammerhart. Da ist schon die erste. Drängt ihn, wenn es geht, nach links. Wir haben ein paar Nagelbänder für ihn ausgelegt. Zack. Nagelband haben wir schon mal. Verdächtiger hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Jetzt dürfen wir auch ruhig Gas geben, weil die E-Verstärkung kriegen. Das heißt, es ist nicht so tragisch. Da sind schon mehr zwei Wagen aufeinander. Ach, ich liebe es. Ich liebe KI-Fehler. Ich liebe sie einfach nur. Sie sind so göttlich. Jedes Mal. Das Blöde an diesem Heli ist, er versperrt mir die Sicht gerade. Das Blöde am Hahn ist, er kräht einfach nur. Situationsbericht durchgeben. 5-1 braucht aktuelle Informationen. Nichts Neues. Fahrer weigert sich anzuhalten. Richtig. Bin immer noch Code 3. Na kommt. Er hat gerade ein Zivilfahrzeug gerammt. Scheinen uns so zu sein. So, das ist jetzt unpraktisch. Bodeneinheit. Steigen Sie mit erhobenen Händen aus dem Boah. Blöder Suff, du. Los, schnell vorrücken! Boah, ich sehe nichts. Ich rechne mit harten Bandagen. Mein Wagen ist fast ein Totalschaden. Ha. Einer der Einsatzwagen ist ausgefallen. Dein Wagen ist ein Totalschaden, dank mir. Einheiten, haltet euch vor der Straßensperre rechts. Links liegen 1067er. Danke. Danke für die Warnung. Der Verdächtige ist den Nagelbändern ausgewichen. Ach, du bist vor mir. Ihr seht auf eurem Bildschirm, wo unsere Straßensperre ist. Treibt ihn her. Er rast durch den Park. Oh, das ist diesmal hier richtig nervenaufreibend. Da muss ich richtig aufpassen. Der kleinste Fehler kostet mich mal eben schnell das schöne Kopfgeld. Und nicht nur das schöne Kopfgeld, auch alle Meilensteine. Auf der mittleren Spur liegen jede Menge Nagelbänder. Auf der mittleren Spur, sagt er, das heißt außen fahren. Ja, da. Boah, gut durchgekommen. So, Straßensperre haben wir auch. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Gut. Auf die Autobahn möchte ich jetzt eigentlich irgendwie nicht fahren, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie wollen die mich da jetzt gerade drauf drängen. Ich wäre dafür, dass ich jetzt so langsam meine Flucht plane. Ja, da wäre ich sehr für. Einfach mal hoffen, dass da jetzt vor mir nichts kommt. Gut, danke, dass ihr die dahin baut, dann kann ich hier reinfahren. Tschüss. Ah, war klar, dass das passiert. 42, blockiert ihn. Ich bin auf der anderen Seite. Ha, ihr Idioten. 1-2. Also wenn du gerade jetzt Lex spielst, ist es uncool. Nein. Wir haben eine Straßensperre errichtet. Lasst ihn ruhig kommen. Ich sehe diese Straßensperre gerade nicht. Das heißt, es wird gleich wieder eine Straßensperre kommen. So, wir bräuchten nur noch... Da hinten kommt sie. Ich sehe keine Nagelbänder. Aber Fahrzeugkontakt haben wir auch. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gekracht. Jetzt muss ich fliehen, unbedingt. Jetzt haben wir 4 Meilensteine. 4 brauchen wir. Also flüchten. Gib Gas. Oh mein Gott, die warten da auf mich. Verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Der Verdächtige hat sich einfach durch die Straßensperre geschlängelt. Was mache ich mir da überhaupt Sorgen? An alle Einheiten. Vor der Straßensperre liegen auf der linken Seite Nagelbänder. Na komm. So. Tschüss. Der Penner hat das überlebt. Unpraktisch. So, deswegen direkt das nächste Plan. Ist ja hinter mir.
Boah, geh kaputt. Alter. Ist nicht wahr. Ich hole das Zielobjekt ein. Sorry, aber mein Ohr hat gejuckt. Das musste jetzt Vorrang haben. Ich mag das nicht, wenn es juckt beim Spielen. Das geht gar nicht. Da geht meine komplette Konzentration drauf. Oh, und das... Fahrer ist in eine Baustelle gecrashed. Dass er jetzt da ist, ist ein paar unpraktisch. Ich hab ihn verloren. Wir müssen das Gebiet durchsuchen. Ja, oh mein Gott, Leute, wir haben es tatsächlich alle geschafft. Einheiten. Das ist jetzt wow. Wir haben zuletzt gesehen, in südlicher Richtung auf der Harbor Road. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist weiterhin kurz 6. Ja, jetzt kriegen wir erstmal sattig Kopfgeld. 670. Meine Frames waren gerade im Keller, warum auch immer. 830 schon, wir haben ja fast 1 Million Kopfgeld gesammelt. Ich glaube, das müsste reichen. Hallo? Ich weiß, dass du da bist. Du scheinst es ernst zu meinen, wie du willst. Aber du musst wissen, dass du jetzt die Sonderbehandlung bekommst. Gesetze gelten für uns nicht mehr. Wir sehen uns dann. Oh, falls du dich fragst, woher ich deine Nummer habe, sagen wir mal so. Du hast nicht nur Freunde. Vor allem, wenn jemand seinen Wagen zurückhaben will. Schöne Nacht noch. Wieso? Ich hab doch... Ach ja, ja gut. Ich hab die Wagen alle verkauft. Tut mir leid. Ah, Ming will tatsächlich fahren. Alles klar, du kennst den Deal. Ming weiß, dass man viel über dich spricht. Er will nicht länger auf dich warten. Bring's also hinter dich. Jo, mach ich. Ja, damit können wir tatsächlich gegen Ming schon fahren. Blacklist Nummer 6S. Ich dachte, wäre schon 5. Egal, wir fahren gegen Ming. Einmal Rundkurs und einmal Radarfalle. Naja, Rundkurs nicht mein Ding, aber Radarfalle, da lohnt es sich. Wir werden Ming sowas von in den Staub treten. Schicker Wagen, auf jeden Fall. Was fährt er da nochmal? Also der Lamborghini ist gerade sein Gegner, das weiß ich. Nee, anscheinend fährt er den. Ach ja, wir können von ihm den Lamborghini gewinnen, richtig. Und anscheinend will er damit zeigen, wie gut er ist, indem er einfach jedes Rennen gewinnt, so ganz knapp. Oder wie er einfach nur die Gegner verarscht. Mein Freund, das, was du machst, kann ich mit dir schon lange machen. Du willst also gegen mich fahren, ich werde dich fertig machen. Das ist übrigens auch ein cooler Start. Wir starten in dieser Baustelle. Aber da hinten ist erst... Ist eigentlich richtig cool gemacht. Man startet hier und da hinten ist ein Ziel und Start eigentlich. Ich glaube, diese Rundkursstrecke geht auf 3 Strecken. Auf 3 Runden. So. Das heißt, wir haben 3 Runden Zeit zu gewinnen. Ich mag diesen Kerl nicht. Er hat zwar meinen Lieblingswagen... Einer meiner Lieblingswagen, aber ich mag ihn trotzdem nicht. So, und er hat anscheinend erstmal keine Chance. Auf den geraden Strecken sind wir grundsätzlich schneller als er. In den Kurven kriegt er uns, weil er das bessere Handling eigentlich hat. So, hier durch die Kurve. Ah, die geht. Ich hasse sie. Durch die Kurve. Ja, und dann geht's eigentlich auch schon weiter. Da könnte man ihn schön durchschubsen, so wie er es gerade mit den anderen gemacht hat. Ah, Kurve. Schön vom Gas gehen. Und der Drecksack kommt immer näher. Das ist irgendwie unpraktisch. Ich finde jetzt schon, dass dieser Rundkurs eindeutig zu lang ist. Ich mag Rundkurse nicht. Es ist immer ein und dasselbe, was man sieht auf dieser Strecke, die man fährt. Ja, ich sagte auch schon mal, dass es bei den Sprints nicht anders ist, aber... Man fährt diese Strecke wirklich nur einmal und dann fährt man sich vielleicht 2-3 Gegner später noch einmal. So, Rundzeit liegt bei 1,20. Uah, Kurve. Also, ich finde Sprints sind grundsätzlich besser. Sie sind schneller zu fahren, sie sind einfacher zu fahren. Gut, wenn man einmal richtig verkackt, dann hat man verkackt. Ja, der ist schon wieder richtig dick hinter uns, aber wir werden ihn gleich wegfegen.
Ja, sag ich doch. Wir sind auf den Geraden halt schneller. Da kommt er mit seinem Lamborghini einfach nicht weiter. So, jetzt werde ich ein bisschen unfair. Zack. Mit 200 Sachen um die Kurve. Abbremsen. Mann, Mann, Mann. Bitte lass diesen Rundkurs nach 2 Runden enden. Ich bitte drum. Zum Glück gibt es in diesem Spiel kein Aquaplaning. Da bin ich schon mal sehr, sehr froh drüber. Dass ich dann hier einfach mal so ein bisschen so durch die Pfützen fahre und dann schön wegrutsche deswegen. Boah, bitte lass es die letzte Runde gewesen sein. Ich bitte drum. Ich bitte drum. Ja, ich habe Glück gehabt. Yay. Ja, und jetzt noch eine Runde Radarfalle, ne? Das ist ja natürlich dann wieder easy going hier. Wir wissen zwar nicht. Ihr könnt ja mitrechnen und mir dann schreiben, mit wie vielen Punkten wir gewonnen haben, bevor das Rennen zu Ende ist. Haha. Nee. Mal schauen, ob wir gewinnen. Mal schauen, ob wir nicht gewinnen, weil die Punkte werden uns ja jetzt nicht mehr angezeigt, weil ich ja alles abgestellt habe. So, ein bisschen springen hier. So, zack. Ah, schaffen wir es ganz drüber? Wow. So ganz knapp an der Decke vorbei. Und da hinten kommt schon die Radarfalle. So, mit 250 Sachen rein. Ja, ich runde gerne auf. Ich habe gerne runde Sachen. Aufgerundete Sachen, ja. So, diesmal sind 260 sogar. 10 km/h mehr als gerade. Ah, Mautstelle. Ah, da ist schon die nächste. Ah, diesmal nicht so schnell. Sah gut. Ah, verdammt. Nicht so gut. Ah, direkt in die Fabriken. Der hat uns eingeholt. Was ich jetzt aber nicht so tragisch finde bei diesem Rennen. Ist jetzt nicht so schlimm. Schlimm wäre es, wenn er in der Ziellinie mehr Karma hätte als wir. Das Gute ist, dass wir jetzt erstmal nur 2 Rennen haben. Ich glaube, ab Blacklist Nummer 5, also wenn wir ihn jetzt hier besiegt haben, ab dem nächsten Blacklist-Gegner gibt es ab dann 3 Rennen, die man gewinnen muss, bevor der Blacklist-Gegner dann aufgibt, beziehungsweise bevor man wirklich richtig gewonnen hat. Na komm, meine Fresse. So, 215. Er nimmt den Weg, ich nehme den Weg. Mal schauen, wer erster da ist, toll. Ich. Haha. Komm, auf 300, 300 will ich ihn jetzt haben hier. Ja, 306. Oh, Kurve. Er kommt auch nicht klar. Die Strecke ist lang. Ich merke, sie ist richtig lang. Also werden hier mit mindestens über 2000 Punkte rausgehen. Sicherlich, sicherlich. Wenn ich sogar... Wie ich es hasse. Das passiert mir jedes Mal in dieser verdammten Kackkurve. Aber Beeilung hier. Jetzt kommt da mein Lieblingsteil dieser Musik. Nur 215 Sachen, 18 Sachen. Auf ins, in die Universität. Schneller als ich merke das schon. Danke, dass du dich immer wieder abbremst. Trottel. Hasse ich dich. Der erste Platz, der gehört mir. 272. Jetzt sind wir diejenigen, die uns abbremsen, aber...